Wir haben schon bei der Saisonplanung haben wir das eigentlich so im Kopf gehabt, dass wir im Februar eher ein bisschen jünger Fahrer, unerfahrener. Ich glaube, es ist auch für Clubs ein heikler Zusammenzug im Sinne von ja, Playoffs stehen vor den Türen, wichtige Phase der Meisterschaft und zum Teil ja, die älteren Hasen sind natürlich auch fokussiert jetzt in die Richtung. Und es gilt immer, einfach hochmotivierte Spieler zu holen. Und das ist liegt auf der Hand, dass jüngere Spieler, die noch nicht so viel internationale Erfahrung haben, unglaublich motiviert sind, um gegen Schweden, Finnland, Tschechien können bestehen. Darum sind wir so gefahren. Und für uns ist klar, wir müssen breite testen. Das gefällt uns auch. Wir haben gerne junge Spieler. Und jetzt haben sie hier eine Chance, auch diese Woche, dass sie zeigen können, auch international und darum, wir freuen uns mega. Und wir haben intern bei uns schon vor dieser Euro-Hockey-Tour kommuniziert, wir wollen die Sieg gegen die Top-6-Nationen Prozentzahl müssen wir aufschrauben. Wir sind jetzt etwa bei, ja, ich würde sagen, der WM so bei 35% und wir gewinnen gegen die Top-6-Nationen. Und wir wollen das noch auf korrigieren. Wir sind gut gestartet im November mit 2 Siegen. Jetzt haben wir einen Rückschlag gehabt. Im Heimturnier, wo wir 3-mal verloren haben. Und jetzt müssen wir die besprochen, müssen die Quote wieder verbessern. Also ist ganz klar, wir wollen jeden Match gewinnen. Wir wollen die anderen Mannschaften auch. Wir haben vielleicht nicht so viel Erfahrung. Vielleicht sind die Spieler ein bisschen weniger skilled unterwegs. Aber wir haben unglaubliche robuste Spieler, wir haben schnelle Spieler. Und es ist eine harte Mannschaft da. Das ist mega. Also, es ist erstens auf dem Weg auch noch eins. Danke vielmals an Fribourg und danke vielmals an Zürich. Wir haben beides mal können wir in ihre Katakomben rein. Das ist auch nicht selbstverständlich. Unglaublich gute Facilities auf beiden Seiten. Und jetzt hier in der Swiss Life Arena das erste Mal dürfen spielen, wo man weiss, ja, die Hockey-WM ist in 3 Jahren. Ich habe noch Bilder von der Uni-Hockey-WM, wo es abgegangen ist und rot-weiss Fähnchen geschwungen worden sind draussen. Und ich freue mich auf den Donnerstag und logischerweise, wir werden bereit sein.